Hallo, herzlich willkommen zurück zu DBA Season 3, Spieltag 10. Mit mir alleine. Live. Tatsächlich sogar, und ich werde diesen ganzen Spieltag alleine sein. Spiele komplett alleine und bin verdammt nervös, weil, hier kleiner Spoiler, wer noch nicht die Replays, also ich weiß nicht, ich glaube, es kommt am Sonntag raus. Werde gucken, wenn es am Montag rauskommt, kann sein auch, dass ich erst am Montag hochlade. Jedenfalls, Spoiler für alle, die noch nicht die Replays von unserer Division geguckt haben. Es gibt jetzt vielleicht so 10, 20, 30 Sekunden vor. Ihr werdet es schon mitbekommen. Wenn wir jetzt diese Woche gewinnen, sind in den Playoffs safe. Es haben mindestens zwei der drei Teams, die 12 Punkte hatten, verloren. Sodass wir halt safe in die Playoffs kommen können, wenn wir diese Woche gewinnen. Bedeutet, mit unserem Team Relax Lexus geht's jetzt also ran. Und ich bin hart nervös, da ich gegen ein Team spiele, welches ich persönlich, das Team steht nicht gerade gut in der Tabelle, aber ich finde trotzdem, der Kader ist recht gut, wodurch ich halt persönlich sehr, sehr Respekt vor dem Kader habe, weil ich halt Angst habe, dass ich einfach Fehler mache oder dass sie bestimmte Sachen dabei haben. Wir spielen gegen Igikario, gegen Rippin und Dairon, gegen die Leiter. Und das ist mein drittes Match jetzt gegen die und hoffentlich mein dritter Sieg gegen die. Ich bete für. Das, was halt bei denen das Hauptproblem ist, sie haben einen Dragapult, das Modest spielen darf gegen uns. Celesteela ist verdammt tanky und nervig. Artsafe, Suicide Lead, insgesamt Nasty, Life Orb gefährlich. Darm kann Scarf mitkommen, kann Bandit mitkommen gegen uns sogar, weil wir nicht das schnellste Team sind. Grimmsnarl, fucking scary, weil Screens. Fucking scary, weil auch offensiv mit Frisk mitgenommen werden kann. Apoqualip ist ein guter Bulky Water in meinen Augen. Riffhex, glaube ich, Star bei denen in der im Team mit Überraschungsstar. Ist insgesamt so ein Mon, das ich halt hart unterschätzt habe und im Kalk mir richtig Angst gemacht hat. Besonders diese Woche, wenn es Scarf mitkommen sollte. Dann Mega Glalie, 100er Mon im B, was halt gar nicht, also das ist halt ein Mega im B, welches halt als B-Mon dafür sehr gut ist. Natürlich ihr gefühltes anderes Maskottchen neben Lucario und Dings, Aegislash, natürlich ihr tolles Fasersnob im C, ist halt Fasersnob, ne? Dann haben wir das Orbital, das Marotalit, welches auch verdammt nervig ist, dann die Lankotomy und zu guter Letzt Pampuli. Insgesamt ein ganz guter Kader in meinen Augen. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Ich kann schon vorab sagen, ich bete für kein Sub Dragapult und kein Scarf Riffhex. Wenn beides nicht mitkommen sollte, sehe ich gute Chancen tatsächlich. Denn wir kommen jetzt zu dem, was wir auch mitnehmen werden. Ich scroll hoch, denn Absol ist dabei. Das ist das Ding. Absol ist dabei, weil es insane gut aussieht diese Woche. Und ich hab Bock, denn Absol ist mit Sucker Punch eines der Mons, welche die schnelleren Mons von denen hart gut pressuren kann, obwohl er langsamer ist, wie Dragapult. Dragapult ist one-hit durch den Sucker, Artsafe auch. Gegen Apoqualip können wir Knockoff drücken. Gegen Half-Life Darmanitan haben wir einen Sucker dabei. Grimmsnarl können wir mit einem Play Rough killen. Zen Headbutt für einen Speed-Teil, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Speed-Teil gegen Riffhex? Ich glaube schon. Glalie ist eines der Probleme, und halt ein Full-Life-Darm, genauso wie ein Marotalit, weil das eigentlich recht gut tankt trotzdem und gut austeilt gegen uns. Fasersnob ist halt auch so eine Sache, aber es geht eigentlich. Kotomi kriegen wir down und Pampuli. Ja, gegen Papuli wechseln wir eigentlich immer auf ein anderes Mon. Krustle ist wieder dabei und diesmal mit einem ganz freshen Set. Denn ich gamble darauf, dass sie, wenn sie uns low hauen wollen auf Krustle, sie die Weakness Policy triggern werden. Zumindest hoffe ich drauf, weil dann sind wir in einer insane Position, bei einem plus 4, plus 4, plus 2 Krustle dann in der Position ist, hart viel Damage zu machen. Wirklich krass viel Damage zu machen. Und das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir dann ausnutzen. Ich glaube, dann möchte gefühlt nichts mehr in uns reinwechseln. Außer vielleicht ein Scarfer, weil wir sind auf einem Modest Dragapult gespeedgrippt.
oder ein Johnny Dragapult oder einen Scarfer wäre wahrscheinlich schneller als Krassel. Außer der Scarfer ist nur auf Dings gespeedgrippt, auf den Vogel. Dann, also auf unseren Vogel, also auf Pidgeot, dann haben wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Einen Fullspeed, also einen auf, ich glaube, oh Gott, wer war das mal noch, was wir gespeedgrippt haben? War es deren Glalie, glaube ich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das nächstschnellste Mon nach Infernape, gespeedgrippt. Expert Bait, ne, haben wir auf Infernape dabei. Mit Blaze, da wir keine Punch-Attacken dabei haben, mit Flare Blitz, Earthquake, Junkshot und EQ treffen wir eigentlich viel gut. Punkt. Dann Ockerberry Mo ist dafür da, falls Flamethrower auf Dragapult mitkommt, da wir von Darm eh nichts tanken werden. Ist die Ockerberry, also zumindest von. Ne, wir werden von Darm nichts tanken, seien wir ehrlich. Und deswegen ist Mo hier der Play. Insgesamt teilt Mo gut aus, by the way, weil. Die haben auch so eine kleine Elektro-Pflanze, ist auch ganz geil, ne, ja. Und, ganz wichtig, apropos, wir spielen gar keinen Pflanzen-Move, wir spielen Nasty auf dem, Nasty, Darkpulse, der Thunderbolt. Ich brauche keinen Volt-Switch, bin ich ehrlich, diesen Spieltag will ich meistens hart wechseln. Und dafür halt den Defog, weil, falls sie selber Rocks legen, weil die Rocks mir sehr nervig werden könnten. Dann ein tankiges Nido, welches Full Fist Death ist, mit einer Assault West, so dass es auf beiden Seiten tankt. Insgesamt tankt es dann auch von einem Specs Riffex eigentlich recht gut und kann austeilen. Von einem Dings Riffex ist halt dann wieder so eine Sache. Ist halt ein bisschen nervig. Aber für insgesamt nochmal spezielle Defensive wie Dragapult habe ich auch noch Aromatis dabei mit Wish Protect, Toxic und Moonblast. Chippt halt alles okay an, ne? Können einmal nicht getoxt werden, so dass es halt ganz angenehm ist. Und ja, ich würde sagen. Wir hören uns jetzt gleich wieder, wenn ich im Kampf bin. Bis gleich. Okay, wir sind da. Und S-Tier ist dabei, A-Tier ist dabei und Riffex ist dabei. Kein Glalie, kein C, was weiß ich. Kiffern bedeutet gegen... im Late Game sieht absolut sehr geil aus und ich würde mit Krassel immer leaden. In allen Fällen, weil wir kriegen einen Shell Smash immer raus. Und eigentlich, wo ist deren Switch in den Shell Smash Krassel? Ja, haben keinen. Sie müssen einen Mon basically sacken, glaube ich, in die Richtung. Weil wir haben halt alles, was wir brauchen. Na, na. I have a plan. Papa. That one day we overprep. Was denn? You will team with me. Ich hoffe, warte kurz, lass mich nur kurz gucken. Was hat. Was sind nochmal alles für Schwächen? Was, Ba-ba-bam, ba-bam. Mein kleines Handy hilft mir jetzt dabei. Gestein, Wasser, Stahl. Was? Wasser? Okay, cool. Gestein, Wasser, Stahl. Vielleicht haben die Surf of Dings Dragapult und ich hoffe, dass die Surf of Dragapult haben und Specs sind. Weil wenn dann Weakness Policy triggert, dann ist halt Quick Game. Ich guck mal kurz. Krassel plus 2 ist Krassel plus 2 Toxicity Garf anstatt Specs einfach. Choice Scarf ist nicht kann schneller sein, aber ich weiß nicht, ob die darauf gegangen sind. Ich glaube, die sind dann eher auf den Damage gegangen, weil Pidgeot Mega. Oh, die. Aber die könnten trotzdem. Die könnten trotzdem langsamer sein. Dragapult.
ist halt. Choice Packs, Modest. Was zur Hölle habe ich gemacht? Oh Gott, ich habe ein bisschen Kacke gespeedcreept. Oh, ich habe ein bisschen Kacke gespeedcreept. Oh, was bin ich doof. Egal. Davon muss ich jetzt leben. Ich drücke Shell Smash. Da drücke ich immer Shell Smash gegen Dragapult. Geht er hier raus, dann habe ich eine gute Position. Ich hoffe nicht, dass er hier subbt. Bin ich ehrlich. Drückt er hier DD, ist halt unangenehm. DD wäre jetzt hier hart unangenehm. Komm, drück einfach Surf. Es wäre zu geil. Dragon Darts, okay, es ist physisch. Es ist physisch, den Damage kann ich kalken. Dragon Pult. Dragon Darts macht gegen mich eigentlich, wie viel hat's gemacht? 34 pro Shot. Ist das... Das ist nicht Life Orb, das ist Non-Damage... Damaging Item. Wir sind jetzt plus 2. Und hier dürfte eine Stone Edge killen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Speedcreep verkackt. Ich bete dafür. Wenn ich jetzt langsamer bin, dann habe ich hart reingeschissen. Wirklich. Aber das ist Life Orb, warte. Das ist Life Orb. Dragger. So, bedeutet... Life Orb... Und die sind... Wie viel hat Dragon Darts gemacht? Achso. Aber trotzdem. Sind die... Warte kurz. Das ist sogar timid. Hä? What the fuck? Die Dragon Darts machen ja absolut wenig. Hä? Hey, okay, ich bin gerade verwirrt. Oder ist das jetzt beides zusammen? Wenn ich jetzt beides zusammengehe, dann ist es ja... So. Gehen wir jetzt mal von Adamant aus. Beides zusammen? Ergibt der Damage dann halbwegs Sinn? Ist dann eine High Roll gewesen? Ich gehe jetzt mal von beides zusammen aus. Dann sind sie hier Adamant und könnten gespeedcreed sein. Das heißt, ich bin schneller mit Stone Edge. Brimstone kommt. Bam. One Hit. Okay. Nice. Brimstone down. Das ist gut. Das ist hart gut. Dann. Jetzt müsste Celesteela eigentlich reinkommen. Was ist hier, Hunter? Okay. Eigentlich muss hier Celesteela reinkommen oder Toxtricity. Toxtricity. Hier. Kriegen wir mit einem Stone Edge down. Wir müssen den halt nur treffen. Ah, schade. Dame Scarf, okay. Wir müssen trotzdem. Weil gegen Scarf Dame habe ich keinen Switch in. Oder habe ich da einen. Endure, okay. Wir sind ein Endure Set. Wir sind aber schneller. Okay, warte. Haben sie das Item einfach vergessen? Hier werde ich immer jetzt. X-Scissor drücken, I guess. Ohren. Warum soll ich jetzt hier... Oder... Drück X-Scissor. Auf den Artsafe Switch in. Oder auf... Oder warte, nee, Stone Edge. Oder das kann mir... Nee. X-Scissor ist hier safer. Okay. Custard Berry, ist ein cooles Set. Ist ein cooles Set. Ist ein sehr cooles Set, ja. Custard Berry, coole Idee. Feier ich, to be honest. Aber ich bin jetzt hier immer schneller mit Infernape. Und kann hier immer free U-Turn rausbekommen. Oder, ja doch. Hier kriege ich immer einen free U-Turn raus.
Oder drücke ich hier EQ? Ne, dann kommt Still. Warte, Still Steeler möchte nicht rein. Drücke EQ. Obwohl, dann kommt Dings rein. Artself, ich drücke hier U-Turn. Die zacken das Ding auch, deswegen. Das Ding kann Free Switch in und ich force die jetzt. Auf was force? Ja, das Ding ist halt jetzt so. Die sind halt in einer nicht geilen Position jetzt gerade. To be honest. Also ich bin gerade in einer actually guten Position mit Rotom. Weil auch wenn jetzt Dragapult mit irgendwas reinkommt, Rotom Mo. Haben sie dabei gegen den? Haben sie da überhaupt was dabei jetzt? So, das ist halt das Ding. Jetzt muss eigentlich Toxtricity reinkommen. Gegen Mo. Das kann immer noch Scarf Toxtricity sein. Und gegen Toxtricity muss. Entweder sack ich das Ding hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Ding hier sacke dann. Weil gegen Toxtricity. Ja, es kommt Toxtricity rein. Ich kann hier nicht Nessie'n. Die haben noch Möglichkeiten. Nee, haben sie noch Rock-Möglichkeiten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich gehe hier einfach für den Dark Pulse Flinch. Und gucke, ob die Scarf sind oder nicht. Die sind Scarf, die drücken Boomburst. Okay. Dann weiß ich das schon mal. Okay, die sind Scarf Toxtricity. Und das bedeutet, kein Specs, das ist Scarf. Der Damage ist ein bisschen weniger. Und wir können hier auf Nido, Boomburst kassiert richtig wenig und bedeutet, wir können hier eigentlich. Oder warte mal, dadurch, dass es Scarf ist und Boomburst gedrückt hat, ist doch jetzt hier. Boah! I am. Obwohl, nee, wenn Celestia da ist, dann bin ich noch nicht ganz in it. Obwohl, ich kann Rotom hochheilen. Oder ein Safe Switchen auf Dings. Ich überlege gerade, Boomburst. Boomburst macht One-Hitted den. Boomburst, also du bist tot schon, ja. Infernape kassiert zu viel. Nido kassiert so viel und Aromatis kassiert noch weniger. I guess ich. Ich sehe jetzt halt hier keinen Grund, warum ich. Warte kurz, Nido, mit was. Nee, Aromatis ist eh dumm. Trotzdem. Nido kann nur mit Earth Power killen. Und dann können wir ihn sehen, Celesteela raus. Aber da habe ich dann halt den Thunderbolt. Take Wrecker. Nicht ganz. Shooter-Dinge. Ich würde jetzt hier tatsächlich Zack machen und deswegen nochmal auf Dark Pulse gehen. Jo. Und dann hier einfach auf Nido. Wir können hier Free auf Nido. Bad, bad. Sagt mir leider nichts, Jungs. Sorry. Ihr seid Scarf. So, ein Boomburst macht okay. Ich gehe jetzt hier auf Earth Power trotzdem. Ihr könnt auf. Oh, warte kurz. Nidoqueen. Artself. Ah, ne. Starthrave macht am meisten gegen Artself. Artself kann uns mit Dings zu hinten. Mit Psychic. Mit Psychic. Gegen Artself gehen wir halt immer in. Immer in Aromatis. Ah. Ah. Okay. Kann ich nichts. Kenn ich leider nicht. Sorry. Ich könnte halt hier auch hart choken, wenn die drin bleiben, aber Earth Power ist hier der Play. Artself kann rein, Celesteela kann free rein, aber free rein, ja. Aber Celesteela möchte hier nicht rein, to be honest. Also nicht, dass ich wüsste, dass Celesteela gegen Nido rein möchte. Nee, möchte es auf keinen Fall eigentlich. Fire Blast kann trotzdem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit O-Cone. Trotz Leftovers.
Ja, kommt Dings rein und dann können wir halt hier immer, immer auf Azef raus, auf Aromatis raus. Aber ich kalk das nochmal nach. Aber Azef Life Orb ist es nicht mehr. Das könnte aber immer noch nasty sein. Hat Azef irgendeinen Move, der uns nervig werden könnte? Die müssen jetzt ja eigentlich auf Psychic gehen. So. Ich könnte das Ding auch hacken und dann auf Ding. Ja, ab der Range gewinnt halt absolut noch nicht. Und deswegen. Hat das Sludge irgendwas? Es hat Toxic. Es hat keinen Flash Cannon. Das Ding kann Aromatis nichts anhaben. Es könnte Explosion sein. Aber wenn das Explosion ist, ist halt Aromatis weg und ich kann halt free wieder auf Nido gehen. Ja, ich gehe auf Aromatis. Drain Punch. Okay, das ist physisch mit Drain Punch. Hat das Poison Jab? Nee, hat das Iron Head oder es hat Iron Tail, okay. Ich toxe hier, glaube ich, einfach obwohl, warte. Jetzt kommt, kann er Toxtricity reinkommen, theoretisch. Ne? Ich toxe hier, glaube ich. Obwohl, das kann jetzt auch so, dass er da reinkommen. Ich wish hier, glaube ich. Obwohl, warte, ich kann mal den Damage kalken. Das ist jetzt ein physisches Art-Safe mit Drain Punch. Ne? Macht uns, wie viel? 13,5 ist ein normales Non-Damage-Boosting. Das ist probably Sash oder so. Da würde ich gerne Moonblast eigentlich raushaben. Ich glaube, das mache ich auch. Ich drücke hier Moonblast. Power Punch. Bam, 51, Best Attack Drop. Kann hier nochmal Moonblasten. Plus 1 Iron Take könnte killen. I guess. Aber lass mich gucken. Plus 1 Iron Tail. Er killt halt hier jetzt. Ey, sie müssen den treffen erstmal. Und dabei haben. Ich sehe halt jetzt nicht, was sie dann gegen andere Dinge machen wollen aus meinem Kader. So. Physisch habe ich halt Psycho Card, okay. Arcef ist down. Jetzt kommt jetzt Celesteela rein, ich denke. Dragapult reinkommt dann. Okay, Weird Flex. Kann ich halt immer. So, die Frage ist halt, guck mal, ich gehe jetzt gerade das Match durch und. Absol Sucker Punch gegen einen. Toxtricity. Ist ja dasselbe Damage. Toxtricity ist auf einer Sucker Range. Krass, geil. Okay, das ist halt. Okay, ich kann danach eigentlich. Und. Celesteela. Wie sieht's damit aus? Knockoff ein und dann einen Sucker. Könnte killen. Oder halt einfach Knockoff Spam. Okay. Insgesamt sieht das mir gar nicht so bad aus gerade, die Situation. Die gefällt mir. Okay. Lasst mich überlegen. Ich habe immer noch Infernape in der Hinterhand mit AE Belt. Und ich habe Moves, die alle außer Dragapult treffen. Wenn ich Celesteela anschippe an sich, ist es eigentlich geil für mich. So,
Celesteela kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ding jetzt hier... Oh, das will sich ein Beast Boost abholen, ne? Ich drück Tagged. Ich tagge da einmal. Automize, okay. Absolut fein für mich. Ich, wish... es ist... Ja, es geht von... Es ist halb fein. Ist jetzt kacke, so halbwegs. Aber ich kann gleich einfach in Nido raus eigentlich. Und das Ding versuchen anzuchippen. Weil dann geht absolut der Rest, den Rest. Deswegen drücke ich hier Wish. Hoffe, dass der jetzt Greedy auf... Obwohl, warte, ich drücke Moonblast. Automize ist jetzt kacke. Ich muss dem aber jetzt... Obwohl, warte kurz, ich muss kurz rechnen. Celesteela, Offensiv, Automize. Ne? Gegen Aromatis. Kann das mit Air Slash killen. Es könnte aber auch Dings dabei haben, natürlich. Flash Cannon. So. Gegen mein Nido. Auf plus 1. Nido plus 1. Mit was kann, hat, was hat Celesteela alles so? Celesteela hat das EQ. Das kann halt auch physisch sein und mit EQ, ne? Hat das Iron Tail, Iron Head? Ja. Sagen wir es plus, machen wir es mal anders. Das, ich guck einfach, ne? Full Attack. Warte, wir machen noch kurz Speed. Ne, Full Attack. Adamant, maybe sogar, wenn die auf plus 2 sind, sind sie schneller. Full Attack, Adamant, plus 1. Earthquake. Gewinnt hier das Game fast den sogar, ne? Auf Nidoqueen. Oh, wir leben ein. Okay, wir sacken das Ding. 100% drücken hier Moonblast. Ja, GQ. Okay, perfekt. Wir sind full Fist-Dev. Wir leben einen Hit und können hier, müssen hier nur den Fireblast treffen. Obwohl, warte. Oh, das ist jetzt so eine Sache. Hm, guck mal. Ich muss hier den Fireblast treffen. Und absurd. Ich muss eigentlich Fireblast eine harte High Roll bekommen. Eine krass harte High Roll. Am besten der Burn. Oh, wish me luck, Alter. Wünsch mir das Beste. Die sind Full Attack, das haben sie mir hier gezeigt. Sie könnten halt Speed Invested sein. Dann würde das hier noch besser sein für mich. Die könnten halt erwarten, dass ich Shuka bin. Sie wissen nicht, was für ein Dings ich bin, Nidoqueen. Wenn ich hier so Boise reinwechsel, müssen sie überlegen, was ich tue. Und ich hätte das vorher kalken müssen. Ach, fuck, Alter. Hätte ich gesehen, dass es unter 50 macht, hätte ich halt direkt auf Nido gehen können. Hätte dann revealed, dass ich für Fistef bin. Wenn du mich liebst, Nidoqueen, triffst du und burnst. Aber nur, wenn du mich liebst, Nido. Ich merke mir das in Zukunft. Heavy Slam kommt und Weakness Policy ist mir so egal. Es ist eine gute High Roll. Das ist eine richtig gute High Roll. Absol. Ich kann jetzt Sakka drücken. Sakka dürfte hier Absol Celesteela. Das ist nicht Deft. Das ist Sakka Kate hier.
Du hast kein Healing Move. Du bist kein Rest Chesto. Sucker Punch killt hier. Ich kann safe sein, Bitch. Yes! So, gut. Ja, Sucker killt jetzt hier. Den Rest. Wir müssen mit Tox reinkommen. Wir dürfen nicht mit Pult reinkommen. Wenn sie mit Pult reinkommen, kann ich eigentlich trotzdem immer Sucker drücken. Muss Sucker drücken. Ich hoffe, das ist jetzt kein wenn das jetzt Sub ist, ne, dann... Holy shit, bin ich abgefuckt. Holy shit, bin ich abgefuckt. GG, I guess, sagen sie. Okay, Sucker, komm. Yes! Absol! Ich hab's doch gesagt, der Junge kann's. GG. Komm, bitte, hab jetzt nicht Sub dabei. Bitte prank mich nicht. Bitte prank mich nicht. GG. Ja, Mann! Ich wusste Absol ist es. Gerne. Von Anfang an. Erstes Mon. Direkt Absol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Mann. Wir haben's. Holy shit, Alter. Das war knapper als gedacht. Fuck, Alter. Easy. So. Ich würde sagen. Das war's mit TPL. Season 3, Spieltag 10 gegen Griffin und Dairin. Kuss geht raus. Absol hat seinen Job geleistet, glaube ich. Hat am Ende, also die High Roll von Dings war lucky. Das war das, was mich gerettet hat. Die High Roll von Nido. Ich musste darauf gamblen. Ich hatte nur darauf gamblen können, weil sonst hätte ich auch eine High Roll von Dings gebraucht. Aber insgesamt, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns nächste Woche wieder zum letzten Spieltag der Gruppenphase der TPL. Bis dann. Tschüss. Und schaut natürlich bei den anderen Teilnehmern und TPL vorbei.